Moin, hier ist Robert und heute habe ich einen reißerischen Titel mitgebracht, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du mir bis zum Ende der Folge zuhörst oder zuschaust, weil ich natürlich den Titel erklären werde und dir tatsächlich eine Methode vorstellen werde für deinen Content, die du unbedingt beherzigen solltest, weil sie all den Unterschied macht und bestenfalls wirklich dir deinen Jahresumsatz sichert. Wie bin ich drauf gekommen, beziehungsweise was bedeutet die Methodik eigentlich und wie bin ich darauf gestoßen? Ich bin natürlich jeden Tag auf LinkedIn unterwegs und beobachte natürlich aus den Augenwinkeln, was sich jeden Tag so tut. Sowohl bei meinem eigenen Content als auch bei anderen Leuten. Und tatsächlich in der letzten Zeit häufen sich Fälle von Freundinnen und Freunden von mir, die ich schon länger kenne, wo Posts sehr viral gegangen sind. Also da rede ich wirklich von 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 Likes. Ja, also wirklich eine Million Ansichten und mehr. Ja. Und das war etwas, was mich natürlich hellhörig gemacht hat und ich natürlich das Ganze auch sportlich gesehen habe und dachte mir so, so einen Post brauche ich auch mal. Aber gleichzeitig habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was kann man daraus lernen? Weil im Speziellen zwei Personen fallen mir dazu ein, mit denen ich mich dazu auch unterhalten habe, die diese Dimensionen erreicht haben und ich sie halt wirklich gefragt habe, was ist daraus entstanden? Ne? Also was tut sich daraus? Und die beiden mir wirklich bestätigt haben, dass irgendwie nicht nur ihre Nachrichten-Inbox komplett übergelaufen ist, sondern sich das natürlich auch in ihrem Umsatz bemerkbar gemacht hat. Und sie selbst es verrückt fanden, wie ein Post den Unterschied gemacht hat. Also in einem Fall gab es wirklich Sprünge von 3.000 auf 11.000 Follower mit einem Post. Ja? Und das sind natürlich, muss man sagen, das sind absolute Ausreißer. Aber das Spannende ist, was man da draus danach macht. Und das ist auch eigentlich der Punkt, über den ich heute mit dir sprechen möchte, der den Titel meiner Meinung nach ein Stück weit rechtfertigt. Weil wenn ich so ein bisschen zurückspule, auch bei uns im letzten Jahr, ist das große Thema beim LinkedIn-Content, bei den meisten Leuten habe ich das Gefühl, dass sie über keine Themen sprechen, die richtig heiß sind. Und es gibt ein super gutes Buch von Eugene Schwarz, Breakthrough Advertising, kostet glaube ich irgendwie absurd viel Geld als Buch, glaube ich 300 bis 800 Dollar. Und da gibt es eigentlich einen entscheidenden Satz und deshalb brauchst du dir das Buch nicht kaufen. Der besagt, dass gutes Copywriting eigentlich nur bedeutet, in Konversationen einzusteigen, die deine Zielgruppe schon sowieso im Kopf hat. Das bedeutet, du schreibst nicht über Themen, auf die du so Lust hast, sondern du steigst eigentlich nur in Gespräche und Gedanken ein, die deine Zielgruppe sowieso beschäftigen. Also ein Beispiel, keine Ahnung, wenn die gesamte Automobilindustrie darüber nachdenkt, wie sie vielleicht den CO2-Ausstoß reduziert bekommen in den nächsten Jahren, dann könntest du dir natürlich einen Gefallen tun, wenn du, was weiß ich, Beratung anbietest oder ein Beratungsunternehmen vielleicht in dem Bereich hast, dass du deine gesamte Botschaft auf dieses Thema drehst. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, dass wenn du anfängst, über CO2-Reduktion in der Automobilwirtschaft zu reden, die gesamte Branche natürlich so nach und nach bei dir auf der Matte steht. Ne? Als Beratungsgesellschaft kannst du wahrscheinlich auch 1000 andere Themen sozusagen abbilden und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber du hast am Ende ein heißes Thema gefunden, womit sich die ganze Branche vielleicht gerade beschäftigt. Ich weiß nicht, ob sie es tut, ist ein Beispiel. Und du kriegst natürlich krasse Aufmerksamkeit, ne? Instant. Und das ist tatsächlich etwas, was wir im letzten Jahr getestet haben über, ich würde mal sagen, 12 bis 24 Posts haben wir es getestet. Ich habe wirklich mir vorgenommen, über 2 Monate in dem Fall muss es ja gewesen sein, ja, 2 Posts pro Woche, über 2 Monate, dass ich wirklich 24 Posts mache bei LinkedIn mit ganz unterschiedlichen Themen. Ja, was man ja bei uns so ein bisschen wissen muss als Leaders Media, können wir Kunden hinsichtlich Funnel beraten, LinkedIn Ads beraten, Webinare beraten, Angebot beraten, Positionierung beraten, Online-Programmbau beraten, Facebook und Instagram Ads habe ich natürlich auch nicht verlernt, wie das Ganze funktioniert, zum Thema Social Selling. Also wir haben ja eine gigantische Breite von Themen, ne? Und natürlich könnte ich jetzt in der einen Woche über Webinare reden und in der nächsten über Online-Programme. Und dann kommt halt der nächste Punkt ins Spiel, dass man als Firma eigentlich immer nur für einen Begriff stehen kann. Und das geht zurück auf ein unglaublich gutes Buch
was du auf jeden Fall für dich behalten solltest, weil es nicht zu viele Leute kennen sollten. Ich glaube, es nennt sich 22 Laws of Immutable Marketing oder so müsste es sein. Und da ist es wirklich, dass man es als Firma die Chance hat, nur ein Wort für sich zu besetzen. Und das war im letzten Jahr, nach diesen 24 Posts, die ich gemacht habe, kam halt raus, immer wenn ich über Social Selling geredet habe, hatte ich überdurchschnittliche Aufmerksamkeit. Das bedeutet überdurchschnittliche Ansichten, überdurchschnittliche Reaktionen, überdurchschnittliche Kommentare, ne? Und ich habe das nicht nur auf LinkedIn getestet, sondern ich habe das auch bei YouTube getestet. Und das war eigentlich der spannendere Fall, weil ich wirklich zwei Videos zum Beispiel zum Thema Webinare gemacht habe, zwei Videos zum Thema Funnel gemacht habe, zwei Videos zum Thema Facebook-Ads gemacht habe, zwei Videos zum Thema LinkedIn-Ads, zwei Videos zum Thema Social Selling, zwei Thema zu generisch sozusagen, also Content LinkedIn. Und dann natürlich nach 24 Posts und auch Videos, die natürlich ein bisschen weniger waren, sehen konnte, wo ist am meisten los. Und das war der Moment, wo das erste Mal rauskam, dass immer, wenn wir Videos auch ausgegeben haben zum Thema LinkedIn, am meisten los war, ne? Und das war so die erste Indikation, was ist denn, wenn wir irgendwie thematisch, wirklich nach außen zumindest, uns wirklich auf das Thema LinkedIn und Social Selling einschießen, ne? Weil wir einfach gesehen haben, da gibt es am meisten Aufmerksamkeit. Und das war wirklich ein Prozess, wo wir uns wirklich gesagt haben, hey, wir schnappen uns dieses heiße Thema im Markt, ja, was weiß ich, die Gründer und die selbstständigen Berater und Coaches, Agenturinhaber und vielleicht auch wirklich bis zu Vorständen waren so, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen irgendwas mit LinkedIn machen. Das bedeutet, ich bin auch einfach in diese Konversation eingestiegen und habe so ein bisschen erklärt, hey, du machst eigentlich nicht LinkedIn, sondern du machst Social Selling und habe da so unser Wort so ein bisschen platziert. Weil da kommt noch so ein kleiner Trick dazu, weil ich gesehen habe, es gibt viele LinkedIn-Berater, es gibt viele Personal-Branding-Beraterinnen und Berater, aber zu dem Zeitpunkt war beim Thema Social Selling gar nichts los. Das bedeutet, ich fand das Wort tatsächlich auch am charmantesten, es hat irgendwie sehr getroffen, das, was wir machen, weil ich immer so ein bisschen Personal-Branding dreht sich irgendwie so gefühlt um einen selbst, aber am Ende geht es ja ultimativ doch darum, irgendwie bestenfalls zahlende Kunden zu gewinnen. Und insofern haben wir uns diesen Begriff geschnappt und wirklich nur noch darüber geredet. Ja, also dann natürlich nicht in jedem Post immer Social Selling geschrieben, aber über Content, über das Profil, über den Netzwerkaufbau. Aber wir haben alles unter dieses heiße Thema sozusagen gehängt, weil es Social Selling war. Und bei diesen anderen Freundinnen und Freunden war eigentlich genau das gleiche Thema der Fall. Sie waren auch als Coach unterwegs und auch als Berater, haben ganz unterschiedliche Kundenprojekte gemacht, ganz unterschiedliche Coachings gemacht und haben eigentlich unbewusst, glaube ich, Post für Post getestet, wo ein heißes Thema sein könnte. Bis sie irgendwann so auf Gold gestoßen sind und wirklich bei denen, deren Posts in absurde Höhen sozusagen geschossen sind und gemerkt haben, hey, da ist was. Und jetzt kommt der wichtige Part, dass man darauf, wenn man so ein heißes Thema gefunden hat, natürlich super gut sagen kann, jetzt gehe ich all in das Thema. Und häufig ist es wirklich nur so ein Stichwort. Das kann, was weiß ich, bei manchen ist es sowas vielleicht wie New Work, bei anderen ist es Microsoft 365, bei anderen ist es vielleicht irgendwie Agentur, Onboarding oder so, das können ganz unterschiedliche Keywords sein, die vielleicht gerade in deiner Branche heiß sind und du eigentlich nur ein heißes Thema entfernt bist, um deinen gesamten Content darauf aufzubauen und wirklich immense Reichweiten und Aufmerksamkeit zu bekommen und bestenfalls dadurch deinen Jahresumsatz zu sichern. Und das hat mir wirklich gezeigt, dass man dieses Testen am Ende nicht dem Zufall überlassen sollte und dass man am Ende auch nicht Content macht, um Content zu machen. Weil ich glaube, das ist ein großer Irrglaube da draußen und das ist auch etwas, was, glaube ich, so ein bisschen gemein ist, dass man so, ja, mach Content und hab langes Durchhaltevermögen und dann kommt das schon irgendwann. Ja, bin ich absolut dabei. Content muss man machen, weil man auch ein Stück weit Bock darauf hat. Ansonsten geht einem halt immer die Puste aus. Aber nichtsdestotrotz will ich dir mitgeben, dass du immer diesen Testing-Ansatz im Hintergrund hast. Weil wenn du wirklich systematisch sagst, über die nächsten 24 Posts, versuche ich mal rauszudröseln, was ich vielleicht für 12 unterschiedliche Themen oder vielleicht sogar 24 unterschiedliche Themen in meiner Beratung, in meiner Agenturzeit oder in meinem Coaching hatte. Versuch so Stichwörter mal zu testen oder wirklich nach 1 bis 2 Monaten so den Kassensturz machst, ne, und guckst, wo war am meisten los
Und vielleicht sind es auch drei Themen, wo relativ viel los warst. Aber dann hast du ja schon mal so ein bisschen so einen Leitfaden, hey, in den nächsten Wochen fange ich mal an, über diese drei Themen mehr zu sprechen, weil die anscheinend am besten funktioniert haben. Und das führt aber ultimativ dazu, dass du dann wirklich dieses heiße Thema irgendwann findest und alles leichter wird. Ne? Also dadurch, dass wir im letzten Jahr auch Social Selling für uns als heißes Wort gefunden haben, hat das alles leichter gemacht. Unsere Posts haben viel mehr Ansichten bekommen. Ja? Wir hatten viel mehr Webinar-Teilnehmer, weil ich musste gefühlt nur Social Selling Training schreiben und die Leute haben sich blind angemeldet, ohne dass sie wussten, worum es geht. Hätte ich gesagt, es ist irgendwie ein Kundengewinnungswebinar, ja, hätte sich kein Mensch angemeldet. Da hätten sich wahrscheinlich aus Mitleid 5 Leute angemeldet. Inhaltlich ist es ja aber genau das Gleiche, ne? Und das zeigt es sehr, sehr gut, dass man dieses heiße Thema treffen muss. Und dass du wirklich nach den 2 Monaten mal auswertest, hey, was hat gut funktioniert, die 3 Winkel vielleicht mitnimmst und immer mehr drauf kommst, was ist das eine heiße Thema im Markt, was du nehmen kannst. Und in unserem Fall ist es wirklich nach wie vor heute Social Selling. Leute kommen auf uns zu und sagen, ey, du bist doch dieser Social Selling Typ und ihr seid doch da relativ fit drin. Ich will mehr erfahren, ich will mit euch loslegen und wir reiten das sozusagen weiter, das Thema, weil ich einfach so überzeugt davon bin. Aber wir ein zusätzliches Thema jetzt zum Beispiel dazu genommen haben, das Thema LinkedIn Ads. Gleiches Spiel. Ich habe über Funnels geredet, ich habe über eine Conversion Journey geredet, ich habe über Webinare geredet, ich habe über Skalierung geredet. Aber das, womit Leute proaktiv auf mich zugekommen sind, war immer Stichwort LinkedIn Ads. Also wirklich, ich habe zahlreiche Nachrichten von Leuten bekommen, proaktiv, die gefragt haben, hey, macht ihr auch LinkedIn Ads Beratung? Macht ihr vielleicht sogar LinkedIn Ads? Übernehmt ihr das für Leute? Und ich war so, ey, das ist das heißere Thema. Ne? Und deshalb habe ich das auch wieder rausgeholt und jetzt wirklich auch angefangen, hier im Podcast und auf YouTube eine zusätzliche Reihe für Fortgeschrittene sozusagen zu machen, wo ich über das Thema LinkedIn Ads rede, weil es das heiße Thema im Markt ist. Wenn die Leute dann in die Zusammenarbeit kommen, kann ich immer noch ihnen erklären, dass sie einen Funnel brauchen, dass sie E-Mail-Marketing brauchen, dass sie irgendwie Landing-Pages brauchen. All diese Sachen kann ich ihnen erklären, aber du verstehst, glaube ich, jetzt, dass es in der Vermarktung einfach nicht attraktiv ist, weil da im Moment einfach kein Trend ist. Und wenn es, glaube ich, eine Folge gibt, die man vielleicht ein zweites Mal sich anhören sollte, ist es, glaube ich, diese, weil das ist tatsächlich das, was die meisten Leute in der Vermarktung falsch machen, dass sie kein heißes Thema treffen. Und ich muss auch gestehen, dass es in manchen Bereichen halt super schwierig ist. Wenn man jetzt vielleicht, ich bin kein Profi da drin, SEO nehmen würde, was einfach ein Bereich ist, der super besetzt, glaube ich, schon ist, seit einem Jahrzehnt wahrscheinlich etabliert ist. Ne? Und da müsste man sich natürlich ganz genau überlegen, wie könnte man SEO sozusagen in neuem Licht sozusagen erscheinen lassen. Ne? Und ich würde wahrscheinlich mit so Claims rausgehen, die Renaissance des SEO oder so, oder es Performance-SEO oder so nennen. Und das bedeutet, man muss wirklich mit einem neuen Thema rausgehen, dass die Leute sagen, hey, das hört sich spannend an, dazu will ich mehr erfahren. Das bedeutet, konkreter Schritt für dich, na, wenn du mit einem LinkedIn-Post deinen Jahresumsatz sichern willst, und das meine ich wirklich todernst, schnapp dir dieses Testing-Framework. Ja? Schreib wirklich unterschiedliche Stichwörter, die du auch vielleicht in der Beratung im Coaching gemacht hast, Themenfelder, die du gemacht hast. Mach daraus bestenfalls wirklich 24 Posts. Oder wenn du, keine Ahnung, Podcast hast oder Videos machst oder einen Blogpost hast oder so, aber irgendwo, wo du Feedback bekommst und dann mach wirklich nach 1 bis 2 Monaten die Auswertung, wo war am meisten los und ab dann spezialisiere dich nur auf diese Themen. Und bestenfalls kommt wirklich ein Thema raus und unter dieses Thema hängst du dann all deinen Content auf und du wirst dich wundern, wie leicht es dein gesamtes Leben macht, wenn du dieses Thema getroffen hast. Weil in den 2 Beispielen, die ich dir genannt habe, die werden überflutet mit Nachrichten jede Woche, dadurch, dass sie dieses Thema gefunden haben und eigentlich nur noch diese Welle mitreiten. Und die Chance hat jeder, weil jede Zielgruppe, jede Branche hat immer irgendeinen Trend, der gerade aktuell ist. Du musst ihn nur erwischen und überlegen, wie du ihn nutzen kannst und mit deinem Angebot verknüpfen kannst. Ich hoffe, dass die Folge wertvoll war. Na, schreib es gerne in die Kommentare, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast. Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Bis gleich.